In diesem Video stelle ich dir wieder die wichtigsten KI-News der letzten Woche vor. Viel Spaß dabei! Bevor wir zu den KI-News kommen, noch ein kurzer Hinweis. Falls du dich für das Erstellen von Bildern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz interessierst, ich habe dazu einen Online-Kurs auf der Plattform Udemy veröffentlicht und stelle ihn dir kostenlos zur Verfügung. Bis zum 25.08. kannst du dich komplett kostenlos in den Kurs einschreiben. Das Ganze geht nur mit dem Link in der Beschreibung. Wir sehen uns dann im Kurs. Fangen wir direkt mit der ersten Nachricht an. Und zwar hat die Firma AMD eine Umfrage gemacht und da ist rausgekommen, dass ungefähr die Hälfte aller Unternehmen im Rückstand sind, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Dabei wurden 2500 IT-Führungskräfte aus verschiedenen Ländern befragt. Darunter Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und Japan. Und bei der Umfrage ist rausgekommen, dass 3 von 4 befragten IT-Leitern optimistisch in die Zukunft schauen, im Hinblick auf künstliche Intelligenz und die Anwendungsmöglichkeiten. Und auch 67% haben angegeben, die Investitionen in KI-Technologien und Forschung weiter zu erhöhen. Trotzdem herrschen noch Unsicherheiten, wo und wie man künstliche Intelligenz genau einsetzen kann. Aber die Vorteile werden mehr und mehr erkannt und das Thema bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, die Unternehmen müssen sich an die Umstände anpassen, um nicht zurückzubleiben. Verschiedene Quellen haben herausgefunden, dass OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, täglich etwa $700.000 dafür ausgibt, allein um ChatGPT betreiben zu können. Momentan ist das Ganze noch in den roten Zahlen, davon kann man ausgehen. Und es wird auch erwähnt, dass eine Pleite bis 2024 möglich wäre. Es ist aber momentan jedoch so, dass vor allem Microsoft sehr, sehr viel Geld in OpenAI und somit auch in ChatGPT steckt und jede Investition zuerst mal getätigt werden muss, bevor sie Früchte trägt. Wenn Microsoft jetzt den Geldhahn abdrehen würde, dann wäre das Ganze wirklich schwer für OpenAI und dann wäre die Pleite wahrscheinlich nicht mehr abzuwenden. Ich denke aber, Microsoft wird das Ganze aufrechterhalten, denn sie haben noch einiges mit ChatGPT und künstlicher Intelligenz allgemein vor. Was aber noch spannend ist, dass die Besucherzahlen von der ChatGPT-Webseite rückläufig sind. Also weniger Leute benutzen momentan ChatGPT als noch vor ein paar Monaten, das sieht man hier in dieser Grafik. Das liegt vor allem an der Konkurrenz, die gewachsen ist mit Google Bard, mit dem Claude 2 Chatbot und noch einigen mehr. Und da muss sich ChatGPT eben in Zukunft abheben, um konkurrenzfähig zu bleiben. Der stellvertretende Premierminister von Großbritannien hat sich zu künstlicher Intelligenz geäußert. Und zwar ist er davon überzeugt, dass eine Revolution kommt und das Ganze in den nächsten Jahren und Monaten sehr viel verändern wird. Er ist sogar der Meinung, dass künstliche Intelligenz mehr Einfluss haben könnte als die industrielle Revolution. Jedoch gibt es auch Risiken dabei. Zum Beispiel könnten Terroristen KI nutzen und Hackerangriffe oder ähnliches ausführen. Kommen wir hier zu einem sehr interessanten Paper. Und zwar ist das eine Studie von der Wharton School. Nur das Ganze hat Large Language Models, insbesondere ChatGPT, darauf untersucht, wie kreativ das Ganze ist. Und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Und zwar ist GPT-4 deutlich besser im Ideen generieren. Und die Ideen von GPT-4 haben auch eine höhere Qualität. Hier wurde GPT-4 mit Studenten verglichen. Und man hört ja immer den Tenor, künstliche Intelligenz kann die Kreativität des Menschen nicht ersetzen. Aber diese Studie beweist hier, man könnte schon sagen, fast das Gegenteil. Weil eben GPT-4 hier besser abschneidet als der Mensch. So muss man das ganz einfach sagen. Wir können nur gespannt sein, wie sich das Ganze noch in der Zukunft entwickelt, weil GPT-4 ist ja erst seit einigen Monaten draußen und irgendwann in der Zukunft kommt GPT-5, also da können wir nur gespannt sein, was sich da noch entwickeln wird. Viele Forscher arbeiten momentan an der Entwicklung von autonomen Robotern. Die sollen dann auch komplexe Aufgaben lösen können und Arbeiten in unstrukturierten Umgebungen erledigen können. Hier sehen wir ein kleines Demo-Video auf der Website, wie ein Roboter eine Tür öffnet und dann auch durchgeht und sie am Ende wieder schließt. Also ist wirklich sehr cool anzuschauen. Und solche Roboter werden eben durch die Kombination von maschinellem Lernen und der traditionellen Robotiktechnik erreicht, dass solche Roboter uns vielleicht in Zukunft bei einigen Aufgaben im Alltag helfen können. Google testet einen sogenannten Personal Life Coach und das Ganze ist ein KI-Tool. Das Ganze benutzt fortschrittliche Algorithmen, um den Benutzern von dem Tool dann Ratschläge zu geben und bei Entscheidungen zu helfen. Aber natürlich gibt es hier auch wieder Sorgen in Bezug auf die Privatsphäre, weil wenn man einem KI-Tool viele Informationen über sein Leben und so weiter gibt, dann ist man natürlich sehr durchschaubar, wenn es um die Daten geht. Und das Ganze wird hier eben wieder von mehreren Leuten kritisiert. Microsoft Azure oder Azure, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, erlaubt es Unternehmen, ChatGPT firmenintern zu nutzen.
Und zwar wurde das Ganze auf GitHub hochgeladen von Microsoft. Und so kann man das Ganze privat hosten und dann für sein Unternehmen anwenden. Und das ist eben dann auch privat, also hier werden dann keine Informationen an OpenAI weitergegeben. Das war bisher eben immer das Problem, weil bei ChatGPT werden ja die Daten immer weitergegeben, um das Ganze weiter zu trainieren. Wenn man als Unternehmen dann diese Version benutzt, dann ist das Ganze privat. Und ich denke, das könnte Unternehmen in firmeninternen Prozessen auf jeden Fall sehr viel weiterhelfen. Kommen wir zu einer weiteren News. Und zwar sind wir hier auf Twitter bzw. X und wir sehen hier zwei Videos parallel ablaufen und das Ganze sieht ja erstmal ganz normal aus. Das ist einmal die gleiche Person, die zwei Vorträge hält und in die Kamera spricht, aber beide Videos hier wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz generiert. Und das ist wieder ein erstaunlicher Fortschritt, wenn wir uns hier die beiden anschauen. Sieht ziemlich echt aus. Ich meine, wenn man wirklich genauer auf eine Seite schaut und man sich ein Video anschaut, dann könnte man vielleicht erkennen, dass einige Bewegungen ein bisschen unnatürlich sind, aber insgesamt sind die Ergebnisse wirklich sehr, sehr gut. Und das kann in der Zukunft natürlich einiges verändern. Man hat viel weniger Aufwand, Content zu kreieren, sei es jetzt für Firmen oder andere Content Creator. Auf jeden Fall eine sehr coole Neuigkeit, die mal wieder sehr cool anzuschauen ist. Google und Universal Music arbeiten gerade an der Lizenzierung für KI-generierte Songs. In letzter Zeit sind ja einige KI-generierte Songs um die Welt gegangen und jetzt wird es wahrscheinlich so kommen, dass man sich zum Beispiel als Fan von seinem eigenen Künstler einen Song mit KI erstellen kann, aber dass man dafür dann auch den Urheberrechtsinhaber bezahlen muss und der Künstler dann auch die Wahl hat, ob seine Stimme oder die Melodie, die er geschaffen hat, dann für solche Projekte ausgewählt werden kann oder nicht. Und das Ganze wird eben gerade zwischen Google und Universal Music verhandelt. Auf der DEFCON Hacker Conference wurde die Sicherheit von KI-Chatbots untersucht. Da waren über 2200 Teilnehmer und die haben sich versammelt, um Schwachstellen in großen Large Language Models aufzudecken. Die Ergebnisse dazu haben wir noch nicht, die werden erst 2024 veröffentlicht. Jedoch ist es so, dass aktuelle KI-Modelle für Manipulation teilweise ziemlich anfällig sind. Die Unternehmen, die solche Large Language Models veröffentlicht haben, haben laut diesem Artikel nicht unbedingt an die Sicherheit als erstes gedacht, sondern wollten das Ganze erst einmal auf den Markt bringen. Und diese Sicherheitsmängel müssen dann eben in Zukunft behoben werden. Schnelle Lösungen sind hier unwahrscheinlich. Und hier sieht man mal wieder, es wird lieber etwas schnell auf den Markt gebracht, um ja der Erste zu sein oder der Beste zu sein. Und danach wird sich erst um sowas wie Sicherheit gekümmert. Das ist aber nichts Neues. Das war in der Vergangenheit auch schon so und das wird in der Zukunft wahrscheinlich auch so bleiben. Bei IBM hat das Research-Team einen Durchbruch erlangt. Und zwar wurde ein neuer analoger KI-Chip vorgestellt, der sehr effizient für das Deep Learning ist. Das bedeutet, KI-Berechnungen können in der Zukunft besser durchgeführt werden und das Ganze mit weniger Energieverbrauch und mehr Genauigkeit. Kommen wir jetzt zu einer, finde ich, etwas lustigen News. Und zwar wurde hier eine Studie veröffentlicht, die die Captcha-Abfragen analysiert hat. Captcha-Anfragen hat wahrscheinlich jeder schon mal bekommen. Das ist, wenn man auf eine Webseite geht und da einen Haken setzen muss und dann noch ein paar Bilder auswählen muss oder irgendwelchen Text, der ein bisschen kryptisch aussieht, in eine Zeile eingeben muss. Und das Ganze ist eben dazu da, um sicherzugehen, dass man kein Roboter ist. Aber das Lustige hier jetzt ist, die Studie hat nämlich gezeigt, dass Bots bzw. Roboter, die eigentlich durch diesen Test abgehalten werden sollen, besser abschneiden als Menschen. Und das Ganze zieht sich durch alle Tests hier hindurch. Hier links sieht man die ganzen Tests, die durchgeführt wurden. Und in jeder einzelnen Kategorie ist der Bot schneller und genauer als der Mensch. Also genau das, was eigentlich Bots oder Roboter davon abhalten sollte, auf eine Website zu gehen, funktioniert nicht, denn Menschen sind schlechter als Roboter darin. Und das ist, naja, das zeigt ein bisschen die Ironie. Vielleicht verstehe ich auch etwas falsch, aber dann sind ja die Captcha-Abfragen wirklich komplett unnötig. Aber naja, so viel zu dieser News hier. Kommen wir direkt zur nächsten News. Wir sind wieder zurück bei Twitter bzw. X. Und zwar hat die Firma Unitree einen Roboter angekündigt. Und den soll man für unter $90.000 kaufen können. Wir schauen uns mal kurz das Video hier an. Wir sehen hier den Roboter laufen. Und der wird auch weggeschubst und läuft trotzdem weiter. Der ganze Roboter wiegt 47 Kilo. Und sieht auf dem Video zumindest schon ja gar nicht so schlecht aus. Naja, ich frage mich jetzt, warum das Ganze unter $90.000 kostet, aber da wird sich die Firma schon was dabei gedacht haben. Und hier sehen wir, dass das Ganze auch immer billiger wird. Vielleicht haben wir in 10 Jahren dann alle so einen Roboter zu Hause, der dann, keine Ahnung, vielleicht $1.000 kostet, weil er dann auf die Massenfertigung spezialisiert wurde. Wer weiß. DoctorGPT wurde auf GitHub veröffentlicht. Und zwar ist das ein Large Language Model, das die Medizinlizenz aus den USA bestanden hat. Und zwar ist das Ganze mit Daten gefüttert,
was auch ein Doktor eben wissen müsste, um diese Prüfung zu bestehen. Und das Ganze könnte in der Zukunft Ärzten zum Beispiel helfen, genaue Informationen abzufragen, genauere Diagnosen zu geben und so weiter. Und das könnte wieder ein hilfreicher Fortschritt in der Welt von KI sein. Dieses Dr.GPT wurde auf der Llama 2 7 Billion Parameter Version von Meta getestet. Llama 2 ist ja ein Open Source Large Language Model, auf dem jeder etwas trainieren kann mit Daten und so weiter. Und hier sieht man, das Ganze macht schon Fortschritte. Wenn nämlich jeder hier auf das Ganze bauen kann, dann werden auch zum Beispiel nützliche Sachen wie hier gebaut. Jeder, der Websites erstellt hat, Blogartikel schreibt oder Listings für irgendwelche Produkte auf Amazon, Etsy und so weiter, der kennt SEO, also Search Engine Optimization. Man muss den Text so schreiben, dass das Ganze erkannt wird und am besten ganz weit oben gelistet wird, damit die Leute auch das Ganze sehen und draufklicken. Das Ganze könnte laut diesem Artikel hier in der Zukunft sich ein bisschen ändern. Und zwar könnte das Ganze zu AI Engine Optimization werden. Also, dass man das Ganze dann so anpasst, sodass eine künstliche Intelligenz genau das erkennt und dass das Ganze so sichtbarer ist für die Leute. Es könnte also sein, dass in Zukunft die Optimierung für KI-Engines wichtiger ist als die traditionelle Search Engine Optimization. Natürlich kann man das noch nicht hundertprozentig wissen, aber wir werden natürlich in der Zukunft das Ganze sehen. Die Firma TUI hat einen AI-Tourguide veröffentlicht. TUI ist ja ein Reiseveranstalter und die künstliche Intelligenz soll nützliche Informationen über den Reiseort und Sehenswürdigkeiten und so weiter den Nutzern ausgeben. Das ist eben wieder ein Bereich, wo künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann und wo das Ganze hilfreich ist. Kommen wir noch zu einem weiteren Anwendungsbereich, und zwar ermöglicht KI-Technologie britischen Forschern, Tiere in freier Wildbahn zu identifizieren und zu überwachen. Man kann so die Bestände kontrollieren, wie viele Tiere es gibt und so die Biodiversität erhalten. Und das Ganze hat in Tests eben erfolgreich funktioniert. Die Angst, dass künstliche Intelligenz den eigenen Job klauen könnte, ist ziemlich präsent momentan. Sehr viele Leute in sehr vielen Branchen machen sich Sorgen darüber. Man muss sich aber bewusst sein, dass künstliche Intelligenz vielleicht den Job ersetzen kann, den man gerade macht, aber dass neue Möglichkeiten in Zukunft entstehen, die neue Jobs schaffen können. Und zwar, wenn man in jeglicher Art coden kann zum Beispiel und AI-Models programmieren kann. Das Ganze kann in Zukunft wahrscheinlich noch nicht ersetzt werden. Und auch wenn man irgendeine Rolle im Bauen und Kreieren von KI-Models hat, hat man hier sehr gute Jobchancen mit hohen Gehältern. Ein Beispiel dafür ist, dass Netflix einen AI-Product Manager sucht für die Machine Learning-Plattform. Und da soll man zwischen $300.000 und $900.000 Jahresgehalt bekommen. Hier sieht man, dass es immer nützlich ist, sich über die neuesten Technologien zu informieren. Das Ganze kann neue Möglichkeiten öffnen. Also, du machst genau das Richtige, wenn du dieses Video schaust. Du bleibst informiert. Das Risiko, dass du zurückbleibst bei der KI-Entwicklung, ist zumindest geringer als bei Leuten, die dieses Video nicht schauen. Das war's wieder zu den KI-News von dieser Woche. Falls du immer auf dem neuesten Stand bleiben willst, abonniere doch gerne den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.